eine Fotosensibilitätswarnung. Du weißt Bescheid. The Outsiders. Funcom. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Metal Hellsinger, einem Rhythmus-Ego-Shooter, bei dem wir uns nicht nur durch die dämonischen Herrscharen einer Hölle, sondern ganze 8 durchmetzeln und schnetzeln müssen, mit dem hehren Ziel der Rache. Ja, und alles begleitet zu lieblichen Metal-Klängen, zum Beispiel von Serj Tankian, auch besser bekannt als der Leadsänger von System of a Down. Lamp macht noch mit, die anderen sind mir leider entfallen, deshalb drücke ich ihn mal ganz schnell auf eine beliebige Taste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bei den Einstellungen war ich schon drinne. Oh Gott, ich warne euch schon mal vor. Mein Taktgefühl ist nicht das geilste. Ich hoffe, wir haben trotzdem eine Menge Spaß. So, passe deine Aktion dem Takt an. Und dann spielen wir einmal. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. It's like a storm coming from far, far away. I felt it in the air. Oh Gott, okay, gut. So, wer ist die, um mich fortzubewegen? Nichts leichter als das. So. Springen können wir auch. Ausgezeichnet. Marionettes. Hated them. So, die erste Marionette. Okay, gut. Ich kann Knöpfe drücken. So, ich gehe mal hier oben lang. Bis jetzt ist ja noch Tutorial. Die sind ja alle noch ganz lieb und zart und lammfromm zu uns. Ah. So, führe 4 Angriffe im Takt aus. Na tolle Wurst. So, halten die überhaupt 4 aus? Die halten doch nur 3 aus. Okay, gut. Ja, es läuft. So, leuchtende Gegner sind geschwächt. Schlachte sie ab, indem du im Takt E antippst. Okay. Wir kriegen Hells zurück. Sehr schön. So, hallo? Nö, da ist nichts. Hier oben. Da geht's nicht weiter. So, und die nächsten. Nein. Okay. Was? Oh. Okay. Gut. Ich muss mich ein bisschen eingrooven. Da wollen wir... Ich glaube, da wollen wir nicht unbedingt runter. So, nach draußen. We didn't need words. We understood each other without them. Guess it sounds like love at first sight, don't it? Oha. You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music.
And my voice is her voice. Wer ist denn sie? Oder ist Pan? Das kann auch dafür verwendet werden, den Zorn aufrechtzuerhalten, selbst wenn keine Dämonen in der Nähe sind. Interessant. Na komm. Okay. Deine Zornanzeige befindet sich am oberen Bildschirmrand. Schön. Gut, dass es erwähnt wird. Wäre sie nicht aufgefallen. Das ist hier die oberste Stufe der Konzentration. Mehr geht nicht. So. Okay, dein Zorn erhöht sich durch im Takt erfolgende Aktionen. Die Bewertung perfekt sorgt für die größte Zunahme an Zorn. Okay. Okay. So, immer schön aufladen. Okay. Mal 16. Nehme ich gerne. Maximaler Zorn. Du hast einen Zornverstärker eingesammelt. Dein Zorn ist auf 16 angestiegen. Der Wert, auf den der Gesang einsetzt. Nur für euch. Nur für euch. Mehr Gegnerhorden, bitte. Es ist ab. Alter Schwede, drücke 2, um dein Schwert wieder in die Hand zu nehmen. Ja, gerne. Das ist ein anderer Takt, oder? Kann das sein? Damit kriegen wir es nicht auf. Oh! Hallo! Oh, bist du einmal komplett durchgeschnetzelt. Sehr schön, sehr schön. Noch ein bisschen Hells eingesammelt. Und da drüben geht's weiter. Okay. Teilweise noch ein bisschen aus dem Tag raus. Und alle Tutorial-Informationen lassen sich im Kompendium finden, das über das große Menü ausgewählt werden kann. Sehr schön. Haben wir's? Jetzt haben wir's. That's Destiny for you. You can't unlock an Anguish Gate without breaking few monsters. Ja, das ist ja eine alte Binsenweisheit. So, der Behemoth ist nicht zimperlich. Okay, gut zu wissen. Oh, kommen ihm andere Dämonen in die Quere? Also auch andere? Bringt er sie ohne Zögern um? Okay. Groß, aber ein bisschen dümmlich. Sehr schön. Das könnten wir uns vielleicht zunutze machen. Stygia. I remember this place like it was yesterday. Wish I didn't. Sehr schön. Na gut, wir rennen ein bisschen mit dem Alter Schwede. Okay, das ist nur eine von 8 Höllen. Das erinnert ein bisschen. Es erinnert ein bisschen, oder? Ah. So, jetzt geht's um die Wurst. Wir haben... Was ist denn hier los? Gratis Geschenke? Schöne Arena? Geil, ich freue mich. Hallo!
Okay, die sind ein bisschen komplizierter. Okay, warte. Ich gehe mal wieder aufs Schwert. Da war ich ein bisschen zu lahmarschig. Sehr schön. So, wieder ein bisschen Hells aufgesammelt. Da ist noch Zeug und Kram. Mist, da hätte ich, naja. Ich bin einfach zu mächtig. Alter Schwede. Wo? Hallo, Freund Blasius. Na komm, ich brauche mehr Dämonen. Wie sieht das aus? Da gibt es noch mehr. Wir sind schon bei 16. Weißt du? Wir sind durch. Oh Gott! So! Ist hier noch einer? Will noch einer? Wie sieht's aus? Alter Schwede! So! Ah, hier unten. Chaos-Kristalle. Was für Chaos-Kristalle? Oh, die! Was ist das? Oh, wir haben genug. Oh, da war ich ein bisschen zu langsam. Sollte mir mal Hells holen, wa? Mist. Oh, warte. So, wie sieht denn aus? Da unten könnten sich noch welche versteckt haben. Warte mal, zumindestens.
Mann! Nee, kann ich doch. Hey, ich kann Doppelsprung! Ich meine, hey, natürlich! So, gibt es hier unten noch irgendwelche? Ja, habe ich auch gesehen. So, einmal hier runter. Schwede. Wer weiß. Ich habe, oh Gott, noch mehr Chaos-Kristalle. Kann man hier irgendwie noch kaputt schlagen, irgendwas holen? Wir sind ja auch ein bisschen unter Zeitdruck, wa? Beziehungsweise unser Zorn. Unser Zorn verfliegt ja quasi, wenn wir nicht metzeln und schnetzeln. Alter Schnede! Was ist denn mit ihr? Alter Schwede! Oh Gott. Nee. Oh Gott, die sind, was ist denn hier los? So, meine Güte, ich bin bei dem Spiel wirklich ein bisschen ruhiger. Manch einem wird's gefallen. So, irgendwo muss noch ein Chaos-Kristall sein. Ich weiß aber nicht wo. Alter Schwede. Oh ja. Hallo? Ist noch jemand ohne Fahrkarte? Da war ich wirklich ein bisschen lahmarschig. Da oben ist Purzelbert. Das war mal Purzelbert. Also entweder das Schwert oder die Knarren. So hoch. So, wo ist noch was? Was ist denn hier noch? Nö, keine Chaos-Kristalle mehr. Ein bisschen Pelz. Ja. So, sonst haben wir hier gut aufgeräumt, oder? Ich glaube, nicht in die Lücke fallen.
Da hinten ist nichts mehr. Hier oben könnte noch irgendwas sein. Ich mach mal so. Das war's schon. Lebensenergie. So, da oben ist noch ein Kristall. Boah, das ist nochmal. Alter Schwede. Ich mach die mal so kalt. Bevor noch oben Unglück passiert. So, hole ich mir doch lieber das Leben von ihm. Okay, nur gut. Was ist er denn? Er war mal. Anscheinend wie ihr Bot. Oh Gott, alter Schwede. So, und? Habt ihr auch so viel Spaß? Oh ja. Ach Mensch, dreiviertel Stunde ist ja schon fast wieder rum, alter Schwede. Es sah schon so nach Boss Arena aus. Es gibt. Wie kommen jetzt Minions? Jetzt kommen Minions. Von Blasius! Boah, was zum Teufel? Oh, Scheiße! Alter! Oh Gott! Oh,
Jetzt ist wieder da. Huch. Behold the face of infernal justice. Wo? Hier, bitteschön. Oh. Okay, ja. Oh, was zum Teufel? Wir müssen einfach nur Abstand halten. Ja. Alle Schwede, wir haben es geschafft. Manifestation besiegt. Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Alter Schwede. Heiliges Kanonenrohr. Holla, die Waldfee. Okay, so, ja, keine Ahnung, wie viele Punkte. Intakt geblieben, 86%, immerhin. Alter Schwede. So, 120 Kills, längste 23. Ein Tempobonus 17 Minuten. So, okay, so lange. Erlittener Schaden ist natürlich ordentlich gewesen. 94.000. Da hätten wir na, fast 5,2 Millionen Punkte machen können. Nicht schlecht. Und auf Zorn, 16-fachen Zorn, sind wir 21% der Zeit geblieben. Ja, nicht verkehrt. So, ist zwar jetzt keine ganze Dreiviertelstunde geworden, aber ich würde mal sagen, leider. Kommt das Spiel erst ein bisschen zu spät raus, damit ihr euch noch die Demo runterladen könnt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen wunderbaren, schönen, fantastischen Einblick in dieses extrem kurzweilige. Und wenn man erstmal im Rhythmus drin ist, dann wird man so reingesogen. Fantastisches Spiel, dass ihr sofort zum Steam-Händler eures Vertrauens rennt und richtig hart, ja, metalartig auf die Wünschen-Taste drückt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.